Nach einiger Zeit gastierte wieder einmal Mike Supancic in Bruck an der Mur. Diesmal bereits in der Ankündigung mit der Band Los Cravallos, was den Besucher doch eher an ein Konzert als an einen Kabarettabend aufmerksam machte. Das ist eigentlich eher ein Rockkonzert als ein Kabarettprogramm, natürlich mit kabarettistischen Elementen, weil halt die Texte kabarettistisch sind. Dazwischen dazu ein bisschen, aber nicht viel eigentlich, aber es ist eher ein Konzert. Und ich bin drauf gekommen, weil ich einfach schon irrsinnig viel Lieder haben sie halt mehr oder weniger angesammelt in den letzten Jahren. Und dadurch, dass ich immer alleinig herumfahre, haben wir gedacht, jetzt mache ich mal sowas mit einer Band. Und das hat dann auch irrsinnig Spaß gemacht, mit guten Musikern zu arbeiten. Und habe dann einfach extra Lieder geschrieben, also für das Projekt. Und spiele jetzt Lieder aus meinen Programmen, die man kennt, plus Lieder, die extra für das Projekt geschrieben habe. Oder Lieder, die es in meinen Programmen gibt, die aber mit der Band anders spiele, also anders instrumentiert und anders arrangiert. Und die Idee dazu war einfach, weil ich mir gedacht habe, irgendwie möchte ich diese Lieder einmal nicht nur mit der Schrumpelgitarre von mir selber hören, sondern einmal mit einem ganzen Ensemble. Und das ist der Grund, warum ich das jetzt mache. Geniale Musiker und ein stimmgewaltiger Mike Supancic fetzten den Abend so richtig. Trotzdem will der Kabarettist nicht ganz zur Musik wechseln. Das Kabarett ist mein Standbein natürlich nach wie vor und das ist ja sehr gut und ist in den letzten Jahren immer besser geworden und das wird natürlich weiterhin passieren. Im Oktober gibt es ein neues Programm. Und das mit der Band ist halt sozusagen so eine zweite Schiene, sagen wir mal. Das spielt man auch nicht so oft dann wie das Solo-Kabarett, nicht? Aber immer wieder und uns macht es irrsinnig Spaß, wir verstehen uns untereinander gut. Das ist natürlich eine gute Plattform, um einfach Lieder auch zu erfinden, um Musik zu machen, um einfach aus der Spaß und aus der Laune heraus wieder irgendwann einmal neue Lieder zu machen, die einfach für die Band konzipiert sind. Und das Kabarett, das läuft weiterhin und einfach seine eigene Schiene. Und Mike hat uns auch wieder von der Musik so richtig zum Kabarett geführt, zumindest im Interview. Apropos Kabarett, wenn ich das vielleicht ansagen darf, vielleicht der Werbung da auch nicht, dass man sagt, ich hätte mich am 31. Mai, tritt ich nämlich in Obereich auf mit meinem Programm Ausleser. Das ist so ein Best-of, so ein Querschnitt aus den letzten, weiß nicht, wie lange mache ich das schon, 70 Jahre Kabarett mit Mike Supancic, alle Nummern, die man so kennt. Ja, es ist außerdem auch ein Benefiz, also wenn jemand einen guten Zweck sich das anschauen möchte und ja, sich das dann am 31. Mai in Obereich. Also das ist eh nicht so groß, da wird es wahrscheinlich eh nur einen Saal geben und dort spiele ich dann. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wie der heißt, aber. Also vormerken, Mike Supancic mit seinem Kabarett am 31. Mai im Festsaal der Marktgemeinde Obereich. Und wer da keine Zeit hat, der ist oder war im Lagerhaus, einem Klassiker des Mike.